Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 3. So, wir hatten ja uns hier unten noch nicht wirklich umgeschaut und ich sehe gerade, hier ist noch eine Mülltonne, die nehmen wir jetzt nochmal mit. Und deswegen holen wir das Ganze jetzt einmal nach mit der guten Eugene. Wer sich jetzt schon seit ein paar Folgen wundert, warum ich bei Eugene immer so krass lachen muss. Ich sag nur Fallout 76 Beifahrer. Und ja. Das ist so der Name schlechthin. Deswegen lache ich da jetzt relativ drüber. Hatten wir damals schon viel Blödsinn gemacht. Gut, aber jetzt auf der Seite scheint es weiterzugehen. Hier haben wir nochmal ein bisschen Stuff. Ich mach mal hier. Wir sneaken jetzt sowieso nicht. Also jetzt ist der Turtle mächtig. Das heißt, er nimmt seine Minigun so, wie es ist. Jetzt gucken wir doch mal. Es gibt hier zwei Wege, so wie es aussieht. Ja, gut, dann gehe ich doch erstmal hier lang. Nehmen wir mal noch mal ein paar Döschen mit. Vielleicht treffen wir hier noch den ein oder anderen Raider, genau. Da haben wir doch schon zwei. Na, ich denke mal, das dürfte den einen erstmal wegschießen. Genau, jetzt geht's los. So sehe ich das auch. Hat mich ja jetzt noch nicht mal wirklich was gekostet. Nur ein bisschen Mühe. So. Na, hier ist alles eingestürzt. Hier kommen wir nicht weiter. Na gut, wenigstens kriege ich ein Stimpack noch. Das heißt, wir haben jetzt hier nur ein paar Knarren nachgesetzt. Mhm. Dann gehe ich hier hinten einfach mal weiter. Schauen wir doch mal. Halt. Nehmen wir hier doch auch nochmal alles mit. Tür ist zu. Museum. Haben wir hier schon? Lokale Karte? Ne, hier waren wir auch noch nicht. Kommt halt immer irgendwo anders raus. Also das ist hier so wirklich extrem verworren. Na los, Jungs. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ja, sehe ich Frischfleisch. So, jetzt nachladen. Vollen Minigun fühlt man sich doch ein bisschen wohler. Jetzt, wo ich nicht mehr sneake, ja, jetzt erschrecke ich mich wieder vor Gegner. Jetzt passt das ja wieder. Ich warte hier schon die ganze Zeit auf irgendwelche Babyfallen oder sonst irgendwas. Wo sind die? Eigentlich hatte ich auch Ghule eher hier unten jetzt erwartet. Na, vielleicht treffen wir ja nochmal einen Ghoul-Freund. Wirst du in Stücke gerissen? Bist du dir sicher, dass ich in Stücke gerissen werde? Oh! Oh! So. Ah, ich liebe Miniguns. Kann man mal sagen, was man will. Wenn man genug Schuss dafür zur Verfügung hat, kein Problem. So. Brennstoff. Ein Flammenwerfer würde ich auch gerne mal demnächst durch die Gegend rennen. Na, vielleicht gibt es auch nochmal einen Name-Flammenwerfer. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen länger warten. Pew. Pew? Versucht hier gerade jemand auf mich zu schießen? Wer ist denn so lebensmüde?
Meine Wahrnehmung sagt bis jetzt nämlich noch nichts. Nee, hier ist nichts. Na, spring. Nee, mag er nicht. Gut. Da hinten geht es halt noch weiter raus. Es ist halt so enorm riesig hier. Ja, da hinten geht es halt noch weiter raus. Dann gehen wir jetzt erstmal hier raus. Ich habe ja irgendjemanden noch auf mich schießen hören. Zwei Seiten haben wir jetzt wieder. Kann ich nochmal ein paar Döschen mitnehmen? Also 556 haben wir eigentlich auch wieder ganz gut mit dabei. Folge der Dosenspur. Muss Dosen looten. Kann nicht aufhören, Blechdosen zu looten. Ah, der ist wieder abgeschlossen. Okay, und Gleisnägel dazu. Cool. Ja, jetzt sind wir auch überladen. Jetzt habe ich es geschafft. Wir müssen ja sowieso raus. Das ist ja nicht so schlimm. Wir können auch nicht zusammen mixen. Ah, doch, hier. Raider-Rüstung. Na, dann reicht das schon wieder. Da war ja ein kurzes Vergnügen hier. Hier nochmal mehr Munition. Kleine Wodkaflasche da. Mülleimer. Na, wollen wir mal schauen, wo wir jetzt draußen landen. Ich hab gleich Muties gesehen, ne? Das ist ja wieder toll. Dann lass ich sie erstmal ein bisschen rankommen. Na, kommt. Eugene wartet auf euch. Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du schmeißen willst, oder? Alter, das muss doch richtig wehtun. Okay. Sind hier aber in der Nähe vom Capitol Building. Da hinten ist das Capitol Building. Oha! Ah! Aber euch habe ich ja sowieso auf dem Kickholz, ne? Da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Da oben ist auch noch einer. Alter Schwede. Ne? Gut, da kommt der Erste. Na, ich lasse sie erstmal wieder rankommen. Jetzt. Nein, den falschen. Den hier vorne wollen wir. Herr der Supermund hat genug Superhammer. So. Nächsten zwei erledigt. Mensch, läuft doch richtig gut hier. Darf doch mal deinen Superhammer nicht. Ja, war eine schlechte Idee. Da kommt. Er kann durchschießen, ich aber nicht. Das ist unfair. Gut, machen wir es mal kurz anders. Ich lege mal kurz den superschweren Superhammer hier mal kurz wieder ab. Sturmgewehr und Springmesser und Jagdmesser. So. Damit ich mich ein bisschen besser bewegen kann. So. Ich werde mal kurz bisschen Nuka-Cola und Eichhörnchen nochmal fressen. Damit der Panzer auch ein bisschen vorankommt hier.
Na warte, ich bin gleich bei dir. Ich bin gleich da bei dir. Kein Problem. So. Also ich würde sagen, das war's. Ach, da hinten ist noch einer. Von hinten auch nochmal. Na warte. Ich habe gerade nachgeladen. Ich hoffe, du auch. So. Na, jetzt. Sekunde. Na, jetzt. Oh, Lord. Lord ist, da sollte ich ein bisschen aufpassen. Zumal er hat mir auch gleich meinen Arm ordentlich reingeknallt. Aber eisgekühlte Nuka-Cola regelt. Dann nehmen wir mal ein Ultra-Jet. Wollte ich schon immer mal ausprobieren. Dann Ameisenfleisch noch. So, und jetzt wollen wir mal gucken hier. Wer mit welcher Minigun mehr abzieht. Oh! Ah! Alter, der tankt genauso viel weg. Aber schießen hat er auch noch nicht gelernt. Gut. Ich werde aber trotzdem jetzt mal auf Nummer sicher gehen. So, und jetzt. Direkt ins Gesicht. Komm schon. Jawohl. Gleich weitermachen. Eieiei. Der Lord hat jetzt am meisten durchgehalten. Aber Eugene hat auch ordentlich Schaden jetzt weggenommen. Aber man, gut, dass wir hier noch eine Minigun haben. Super Sledge. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alle Supermutanten. Fürs Erste. Aber ich glaube, da werden noch ein paar mehr dazukommen. Ist ja hier alles random. Das heißt, ich versuche mir schnell meine Leichen hier zu holen. Ah, jetzt kann ich ja nicht mehr springen. Komm, wir haben... drei Sturmgewehre. Kann ich hier wenigstens rüberspringen und da ist noch irgendjemand, der nur darauf wartet, umgenietet zu werden. Na gut, die sind weiter hinten drin. Dann lasse ich sie da. Mal gucken, dass ich hier irgendwie wieder wegkomme. So. Dich hatten wir schon. Ah, okay, einige Leichen sind schon weg. Dann nehmen wir dich noch mit. Und dann nehmen wir jetzt mal kurz die Mülltonne nochmal auf. Super Slash, okay. Der war sogar noch ein Stückchen besser als der Super Hammer, ne? So, Sturmgewehr, das kriege ich nicht zusammen. Jagdflinten kann ich noch zusammeneiern. Oh, dann fehlen mir genau zwei. Zwei kleine Pünktchen an Gewicht. Maulwurfshappen und Kakerlakenfleisch. Da fehlt gar nichts. Ab nach Hause schleppen. Weil wir haben jetzt das hier auch hoffentlich
gefunden. Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Die Metro haben wir doch jetzt hier. Das müsste ja jetzt Richtung Nationalarchiv sein. Ja, das ist hier auch in der Nähe. Da müssen wir ja auch noch hin, aber eins nach dem anderen. Ich lasse sonst immer zu sehr die Dinge auseinander. Und ich streife die meisten Sachen immer nur. Aber Eugene hat gut wegstecken können. Auch die Kampfrüstung hat gut was weggetankt. Willkommen zu Hause. Läuft schon deutlich besser als das erste Mal. So, aber jetzt packen wir hier mal auch Eugene und Co. weg. Radar kann auch weg. Jetzt haben wir hier noch... Nein, was habe ich denn, Idiot, gemacht? Jetzt habe ich wieder auf alles nehmen geklickt. Ja, jetzt können wir erstmal einsortieren. Jetzt kann ich erstmal einsortieren. Das kann jetzt eine Weile dauern. Bis ich da jetzt alles wieder drin habe. An ganzen Sturmgewehren und Co. Und voll reparierten und... So. Da war ich jetzt ein bisschen zu voreilig. Es kommt dabei raus, wenn man so schnell machen möchte. Aber jetzt hat man wenigstens mal gesehen, wie viel Waffen da jetzt eigentlich schon drin sind an Kilos. So. Gehen wir das alles mal kurz im Schnelldurchlauf hier durch. So, jetzt ist noch Kleidung. Auch da, übelst viele Hockeymasken, Kampfhelme. Ich glaube, ich habe jetzt sogar die linken Sachen abgegeben, ne? Also linken Zut. Den muss ich mir gleich nochmal wieder rausholen. So. Apropos, Talon. Nee, komm, noch hält das ein bisschen. Ja, jetzt kommen wir langsam wieder dem Gewicht. Ach, jetzt habe ich auch das die üble Klamotte abgelegt. So, egal. Das ziehen wir uns jetzt mal ganz schnell wieder raus. Als wenn nichts gewesen wäre. Ach, jetzt sind wir bei Waffen. Halt. So, einmal L für linken. S war ein bisschen zu weit runter. Bauer, linken Zut. So, und das üble Nachtzeug. Einmal ganz nach unten. So. Wunderbar. Dann muss ich jetzt hier nochmal kurz alles ablegen. Jetzt darf mir das hier nicht auch nochmal passieren. So, Aschenbecher, 100 Blechdosen. Na denn. Nein, ich wollte nicht die Kronkorken, ich wollte die Flaschen haben hier. Bitte alle. So, und die zerbeulten noch. Gut, dann hole ich mir mal neue Nuka-Colas. Alle mitgeführten rein und dann nochmal 10 neue wieder raus. Bis jetzt lief ich damit eigentlich ganz gut immer. Kann ich mir hier gleich nochmal den Rest meiner Körperteile selbst wieder herstellen. Als wenn nie was gewesen wäre. Und dann schauen wir jetzt nochmal. Was ich jetzt nochmal waffentechnisch fix mitnehmen. Wie gesagt, die Minigun hat ja jetzt ordentlich gelitten dadurch. Ich könnte jetzt natürlich immer wieder ein chinesisches Sturmgewehr mitnehmen. Ne? Hier haben wir eins mit 44... Oh, sogar welche mit 45. Dann nehme ich davon eins mit. Das passt eigentlich ganz gut. Dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen Sturmgewehr mit. 556er haben wir jetzt eigentlich auch relativ viel. Nehme ich jetzt auch nur wieder eine Waffe mit, weil bis jetzt reicht es, wenn ich eine Waffe mit schleppe, anstatt zwei. Wir haben ja jetzt mittlerweile die Perks so ein bisschen drin. Das heißt, ich muss nicht mehr auf eine stärkere Waffe auswechseln. Deswegen passt das eigentlich schon. So, jetzt muss ich gucken. Rein theoretisch müsste ich ja jetzt wieder zurück, ne? Das müsste ja jetzt
Aha. Na gut, ich krieg nochmal Kampfrüstung, würde ich sagen. So. Ja, immer schön daneben schießen, ne? Mit deiner Schrot. Gut. Und der andere hat mich noch gar nicht mitgekriegt. Der steht da hinten einfach nur. Soll mich ja nicht stören. Auch er hat nur eine Schrotflinte. Und zwischendrin immer der schöne Kuppische. So, ich danke euch für eure Munition und auch für eure Rüstung. Die werde ich in Ehren weiter behalten. So. Machen wir hier einmal kurz zusammen. Die Kampfflinten auch. Und in die Ranger-Rüstung. Machen wir kurz so. Die anderen beiden kann ich ja noch mitschleppen. Kann ich sie immer wieder in die Ranger-Rüstung reinpacken. Aber hier sind wir vollkommen verkehrt, ne? Metro Central. Kommen wir hier überhaupt richtig hin? Von der Seite aus? Ich glaube nämlich nicht, ne? Nee, von hier aus kommen wir da nicht hin. Das hier war das Supermutantengebiet. Na gut. So, dein Sturmgewehr nehme ich mir mal. Ich würde sagen, ihr habt jetzt ein Problem gehabt. Nee, aber das war das hier nicht. Oh Mann, das müsste dann ja hier weiter unten doch gewesen sein. Müsste ich ja jetzt hier bei Geschichtsmuseum rausgekommen sein, oder? Ja, das trifft schon eher. Aber ich habe da vorne den Checkpoint gar nicht gekriegt. So, das heißt, wir könnten noch jetzt hier einmal rum. Ich wollte eigentlich nur wieder in die Metro rein, ey. Ne, das war ja noch weiter vorne, ne? Ja, dann werde ich jetzt hier nochmal auf Supermutanten oder so treffen. Das war ja mehr Richtung Kapitol. Und da hat mich schon der erste mit der Minigun. Ab in die Deckung. Na, komm mal ein Stück ran hier. Ich habe ein bisschen was für dich. Hä? Ach, da ist er. Er läuft ja schon. Ja, läuft schon deutlich besser mit meinem neuen Equip hier. Jetzt ist er auch noch runtergeplumpst. Ach, Manno. Jetzt muss ich hinterher springen. Jetzt los. Von was wurde ich denn jetzt bombardiert hier? Netter Versuch, das sehe ich auch so. Von oben wirst du einfach niedergemetzelt. Ich werde deine Arme fressen. Du wirst gar nichts fressen hier. So, ein Holzhammer. Also wenn wir jetzt wirklich Munition und Co. farmen wollen für andere Waffen, dann sollten wir auf das herkommen. Gut, ich gehe jetzt mal hier lang. Hier ging das irgendwo hoch, genau. Oder war das weiter mehr in die Richtung? War das nach dem Bruderschaftstower?
Nee, das war, glaube ich, hier, wo auch Supermutanten noch waren. Aber hatten wir hier schon mal gelootet? Ich glaube nicht. Auf der Seite sind wir noch nicht so wirklich gewesen. Nee. Kriegen wir nochmal Munition und Co. Hier standen denn vorne welche. Nee, dann müssen wir hier jetzt runter und hier vorne müsste es jetzt gleich sein. Da, wo ich eigentlich hin wollte. Aber das hat keinen Schnellreisepunkt, oder? Nee, hat es immer noch nicht. Aber hier waren wir vorhin. Hier wollte ich jetzt eigentlich wieder rein. In die Metro. Gibt halt so viele Wege aus der Metro, in der Metro und um die Metro. So, machen wir jetzt nochmal Licht an hier. Hier auch ein bisschen was sehe. Haben wir hier nicht schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. Oder sehen die jetzt alle nur gleich aus? So, jetzt muss ich mal gucken hier. Lokale Karte. Ne, in dem Bereich waren wir schon mal. Ich hätte jetzt auf die andere Seite rausgemusst. Aus dem Bereich kommen wir nämlich. So rum war das. Ja, jetzt. Ich hätte jetzt auf die andere Seite rausgemusst. Nämlich auf... Nee, auf der hier nicht, auf der anderen. Kommen wir da jetzt auch irgendwo beim Kapitol raus? Jetzt können wir hier nochmal ein paar Döschen mitnehmen. Ich dachte jetzt, da ist ein Raider. Ach Gott. So, aber hier haben wir nichts. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einen Raider. Und nochmal Kakerlakenfleisch. Und leere Kakerlakenfleisch. Mhm. Ah, noch ein Ölblender. Halt. Das Jet, dann nehme ich mal. Hier ist nichts. Ist auch nichts. Na gut, komm. Ich kümmere. Oh. Nochmal ein bisschen was aus dem Waschbecken. Spart Ressourcen. Auch wenn wir mittlerweile bei der Materialschlacht gut im Fleisch stehen. Hey, hier geblieben. Gut, da geht's schon raus. Das heißt, ich gehe hier nochmal rein. In die nächste Toilette. Wieso ist alles mal aufgemacht? Und mal reingeguckt. Nochmal ein Büchlein. Ja, das nehme ich doch gleich mit hier. Nochmal Schleichen erhöht. Ja. Warum auch nicht? Werden irgendwann zum übelsten Stealth-Krieger. Gut. Einmal jetzt wieder aus und auf zur Promenade. Die wir schon entdeckt hatten, ne? Okay. Das Geschichtsmuseum hatten wir ja schon gesehen. Das heißt, hier sind wir jetzt wieder. Ah, das passt schon mal. Kommt der Sache schon immer näher. So, aber jetzt ging es da hinten ja noch weiter durch. Kannst dich wirklich lange beschäftigen, nur mit dieser ganzen Kanalisations- oder U-Bahn-Linie und Co. Und zwar ziemlich, ziemlich lange. Mal schauen. So, wo sagt jetzt die lokale Karte? Waren wir jetzt noch nicht. Wir nach vorne geradezu. Okay. Weil da ging es ja nochmal ein Stück weiter.
Das heißt, hier jetzt nochmal weiter durch. Aha. Du wolltest gerade irgendwas sagen. Ich habe keine Ahnung, was, aber... Game over, würde ich sagen. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Ja, passt. Mhm. Hauptsache hier. Na gut, jetzt bin ich überladen. Sandsäcke hinstellen. Bringen wir euch demnächst noch mit einem Billardkö um hier. So. Ich jetzt sowieso überladen bin. Hat das schon. Können wir noch mal gucken, ob wir uns noch irgendwie gewichtsfähig kriegen. Die Kös können wir zusammenpacken. Na gut, Sturmgewehre. Na, 17 bin ich noch drüber. Kleidung. Nee. Die Ranger. Nee, komm, ich pack die Talons zusammen. Nee, 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 nee. Ich wäre ja wahnsinnig, wenn ich das jetzt gemacht hätte. Gut. Das heißt, jetzt sind wir nochmal 17 drunter. Das heißt, nächster Ausgang müssen wir auch wieder nach Hause porten. Gut, aber hier haben wir jetzt nichts weiter gehabt. Bis auf nochmal ein paar Flaschen und noch mehr Dosen und ich kann echt nicht mal aufhören, Dosen zu sammeln. Jetzt geht's los. War schon zu spät. Wenn was nicht geht, dann meinst du nur noch. So. Ah, da geht's wieder. Na gut. Aha. So. Drum sind wir dann auch wieder überladen. So. Naja, ich weiß. Ich schlepp einfach zu viel Schrott mit mir rum. Aber der muss halt sein. So, ihr beiden hattet ihr euer Bettchen. So. Gucken wir mal, was ihr hier Schönes noch gebunkert habt. Ein Holzhämmerchen. Natürlich zwei Bier. Mhm. Das ist noch eine Kiste, die ihr hier beinahe übersehen. Und dann auch noch leer. Aber hier ist scheinbar nichts weiter. Hier ist auch kein Ausgang oder so, ne? Ah, doch, das scheint da hinten weiter zu gehen, aber von der anderen Seite. Gut, dann nehmen wir hier nochmal Schrot. Und sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Oder komme ich hier so drüber? Über die ganzen Stangen. Nein, aber es sieht auch nicht so aus, als wenn ich da irgendwie weiterkomme. Gut, schauen wir nochmal. Kriegen wir hier noch irgendwas zusammen? Ja. Aber das war schon wieder. Holzhammer. Die Pistolen. Noch mehr Sturmgewehre. Also in Sturmgewehren mangelt es uns echt nicht. 15 sind wir jetzt noch drüber. Ich könnte... Ja, aber das wäre mega Verschwendung. Das wäre mega die Verschwendung. Naja, aber selbst hier 15 kriege ich hier nicht raus. Wir haben noch einen Krognack der Barbar. Ne.
Das kann ich knicken. Die 13 kriege ich jetzt gerade nicht leer. Das heißt, ich muss jetzt erstmal schleichen. Das sieht halt wirklich auf der Karte noch so aus, als wenn es da hinten noch weitergeht. Nee, hier geht's gar nicht weiter. Da und dann darüber. Ah! Da habe ich irgendwo was übersehen. Hier hinten ist jetzt Endgame. Na, mal gucken, ob wir noch zum Ausgang kommen. Naja, gelacht, wenn nicht. Hier, das müsste dann... Ja, da hinten geht es dann auch irgendwie in den Raum weiter. Okay. War ich doch so ein bisschen blind? Die Tür nicht gesehen? Bestimmt schon, aber ich wollte halt den U-Bahn-Weg weiterlaufen. Hier soll es ja weitergehen. Sein. Liebes Spiel, erklär mir, wo hier eine Tür ist. Also hier ist keine Tür, auch so sehr ich mir das wünschen würde. Und zeigt er mir denn hier noch einen Weg drüber an? Aber hier ist nichts. Na gut, jetzt haben wir ein klitzekleines Problem, weil ich muss jetzt unbedingt wieder raus. Hier ist jetzt nichts mehr. Na gut, da scheint dann auch keine Tür zu sein. Auch wenn das jetzt hier vom Lageplan auch so ein bisschen danach aussieht. Das heißt, ich werde jetzt hier sozusagen einmal zurücklaufen zur Promenade, egal welche Seite. Und dann können wir den ja jetzt endlich auch als abgeschlossen betiteln, weil auf der anderen Seite kommen wir nicht lang. Das heißt, ich werde jetzt offscreen jetzt hier einmal kurz durchlaufen und mich dann nach Hause teleportieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.